Ich möchte den zweiten Gast begrüßen, Frieda Otto Wolf, Honorarprofessor am Institut für Philosophie der FU Berlin, aktuell Präsident der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg, aber auch langjähriger Präsident des Humanistischen Verbandes, Bundesverband. In diesem Jahr, so viel Schleichwerbung darf sein, ist von ihm ein neues Buch in der Schriftenreihe der Akademie erschienen. Es liegt vorne auch aus auf dem Tisch, Humanistische Interventionen, in dem es auch eine Reihe von Texten zum heutigen Thema gibt. Frieda Otto Wolf spricht auch dort immer wieder von einem sogenannten kooperativen Laizismus, den er von einem strikten Laizismus unterscheidet. Er hält das deutsche Modell des Religions- und Weltanschauungsrechts für ausbau- und zukunftsfähig. Es ermögliche inklusive Gleichbehandlung. Darüber wollen wir heute mehr erfahren. Herzlich willkommen, Frieda Otto Wolf. Ja, erstmal auch vielen Dank für die Einladung, auch wenn ich nicht von außen komme. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, auf so einer Veranstaltung zu einem solchen Thema so zentral reden zu dürfen. Und mein Dank ans Publikum für die offensichtlich sehr aufmerksame Aufnahmebereitschaft. Ich möchte gleich damit anfangen. Natürlich geht es darum, Aufklärung und nicht Verklärung zu betreiben. Aber die Frage ist, wie ist das genau zu bestimmen? Ich glaube, die Alternative, die hier aufgemacht worden ist am Schluss, entweder die Privilegien ausweiten auf alle oder den Abbau aller Formen von kirchlicher und religiöser Präsenz im öffentlichen Raum, ich habe das jetzt gleich ein bisschen übersetzt, ist eine falsche Alternative. Es ist durchaus möglich zu unterscheiden, zwischen den Rechten, die die Kirchen in der Bundesrepublik und in Berlin haben, ich unterscheide bewusst hier in Berlin, und den Privilegien, die ihnen dabei eingeräumt werden, in der Tat, wir haben immer noch eine hinkende Trennung von Staat und Kirche. Wir haben immer noch, das Steuerrecht ist sicherlich das krasseste Beispiel, Privilegierung der Großkirchen, sind auch nicht alle Christen, die von diesen Privilegierungen betroffen sind und sind schon gar nicht alle Religionsgemeinschaften. So einigermaßen auf gleicher Augenhöhe werden inzwischen die jüdischen Gemeinschaften behandelt. Aber auch dort gilt, was ich nochmal betonen möchte, dass die Kirchenförmigkeit ihnen nicht adäquat ist. Jüdische Gemeinschaften sind keine Kirchen. So wenig wie muslimische Gemeinschaften oder natürlich auch der Humanistische Verband als Weltanschauungsgemeinschaft hat keine kirchliche Struktur. Und die Frage ist natürlich, wie ist das zu fassen? Und hier liegt, glaube ich, der zentrale Punkt, um wirklich zu begreifen, wie die unterschiedlichen Modelle der Trennung von Staat und Kirche, die es weltweit gibt, wie die im Kern funktionieren. Und ich glaube, man macht sich da erstmal das anschaulich, indem man unterscheidet zwischen solchen Gesellschaften, in denen es im Wesentlichen eine dominante Religion gab, England, USA, da waren die Protestanten in ihren verschiedenen Varianten dominant, mit der kleinen Spezifik, dass England eben eine anglikanische Staatskirche hatte und die Protestanten zur Auswanderung nach den USA motiviert wurden oder in die nordamerikanischen Kolonien. Und wir haben Frankreich, das katholisch ist und wo auch Freunde von mir von einer Katholizität sprechen, weil es sich doch ganz gut eingerichtet hat, dass es der katholischen Kirche gut geht unter diesem Regime der Trennung. Und auf der anderen Seite haben wir auch Laizität, das wird nur in Deutschland meistens übersehen, in Ländern wie Holland und Belgien, wo es von vornherein eine Pluralität von christlichen Konfessionen gab, jedenfalls seit der Reformationszeit. Und wo es eine Neutralität des Staates in der Tat gibt, aber in der Form, in den Niederlanden ist das noch ausgeprägter, der Versäulung. Das heißt, der gleichen Beteiligung der verschiedenen vom Staat anerkannten Religionsgemeinschaften. Im Fall der Muslime hat der belgische Staat das dann sogar gelöst, dass er sie gewissermaßen zwangsweise in einer muslimischen Körperschaft
vereinigt hat, wo die eben gleich behandelt werden. Und wo klar ist, dass die alle eine wichtige Funktion in der Öffentlichkeit, im Staat, in der Bildung von politischer Kultur haben, eine zivilisierende Kulturwirkung, dass sie aber keine die anderen diskriminieren, verdrängen und für sich sowas wie Hegemonie beanspruchen dürfen. Das wird auch durch entsprechende Regelungen dann ausgeschlossen. Und ich glaube, man muss sich in Deutschland, wo wir eben auch die Situation haben, dass wir traditionell eben zwei Kirchen haben, von da aus eben nicht das französische Modell hier sich durchsetzen konnte, muss man sich klar machen, dass auch die Laizität in dieser Situation der Pluralität etwas anderes ist, als in einer Situation, wo man es eben mit einer großen Kirche zu tun hat. Und in dem Sinne, glaube ich, muss man sich das wirklich sehr deutlich vor Augen führen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass Weltanschauung Privatsache ist. Im Gegenteil, weil Weltanschauung eben, und ich sage jetzt bewusst Weltanschauung, weil Weltanschauung eben sich auf alles bezieht, was im Leben wichtig ist, bezieht es sich auch auf alle öffentlich wichtigen Fragen. Und natürlich kann man sagen, das darf man nur im privaten Kreis äußern, aber wie das Beispiel der Katholizität in Frankreich, finde ich historisch sehr gut zeigt, kann das irgendwie formell eingehalten werden, bedeutet aber in Wirklichkeit, dass es einen ganz großen inhaltlichen Einfluss der entsprechenden Religionsgemeinschaften gibt. Das ist in die Gesetzgebung hinein, die Wünsche und Vorzüge einer bestimmten dominanten Religionsgemeinschaft nicht dann eben doch durchsetzt. Und insofern, denke ich, müssen wir uns klar machen, dass es nicht, dass die Alternative, die hier gerade aufgemacht worden ist, entweder die Privilegien auf alle gleichermaßen ausweiten, oder Abbau jeglicher öffentlicher Präsenz von Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften, dass die falsch ist. Es gibt durchaus die Möglichkeit zu unterscheiden. Also wir als humanistischer Verband beanspruchen nicht, dass es einen staatlichen Zuschuss für die Festgewänder unserer Feiersprecher gibt. Es gibt solche Ansprüche seitens der katholischen Kirche. Es gibt natürlich auch etwa den Anspruch, den die Kirchen inzwischen haben, dass der Staat ihre Steuern einzieht. Auch das beanspruchen wir nicht. Und es lädt die Liste derjenigen Sachen, von denen wir sagen, das sind in der Tat Privilegien, die wollen wir gar nicht, ist lang. Was wir wollen, ist Gleichbehandlung in den Fragen, in denen es sinnvoll ist, dass Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im öffentlichen Raum präsent sind. Ein einfaches Beispiel, wo gleichzeitig deutlich gemacht werden kann, dass hier immer noch die hinkende Trennung von Staat und Kirche zuschlägt, ist die Seelsorge nach Unfällen. Dass da Menschen Zuspruch brauchen, dass sie da jemanden brauchen, mit dem sie darüber reden können, dass sozusagen ihr ganzer Lebenssinn zerstört ist und wie man damit umgehen kann, ist klar. Und dass das nicht nur Priester der jeweiligen Religionsgemeinschaft sein können, bei in Berlin, schätze ich mal, 2/3 von Menschen, die nicht Religionsgemeinschaften angehören, ist auch klar. Trotzdem ist gegenwärtig die Unfallseelsorge fest in der Hand der evangelischen Kirche, die sich das dann mit der katholischen Kirche teilt. Säkulare, Humanisten oder was immer, kommen hier einfach nicht vor. Und hier ist die Forderung nicht, finde ich, wäre unsinnig, zu sagen, das soll in Zukunft privat gemacht werden. Ja, wie soll das gehen? Nach einem Unfall, wenn die Polizei feststellt, da sind Unfallopfer, dann werden diese Seelsorger geholt. Wie soll das bei privater Organisation funktionieren? So, das ist eine wirkliche öffentliche Aufgabe. Und diese Aufgabe muss aber gleichberechtigt zwischen den unterschiedlichen, hier in der Gesellschaft kulturell verankerten Anbietern, den Kirchen und den Weltanschauungsgemeinschaften, verteilt werden. Natürlich ist klar,
dass wir davon noch ein ganzes Stück weit weg sind. Aber dass das deutsche Staatskirchenrecht, jetzt wird es Religionsverfassungsrecht genannt, ich würde ja eher sagen, es ist ein Weltanschauungsverfassungsrecht, was wir brauchen, dass das entwickelbar ist in der Richtung, die wir brauchen, lässt sich auch an einem Beispiel verdeutlichen. In Berlin haben wir einen Religions- und Weltanschauungsunterricht auf gleicher Stufenleiter, auf gleicher Höhe, der nicht verbindlich ist. Also man muss nicht zum Religions- oder Weltanschauungsunterricht gehen als Kind, sondern man kann. Ungefähr 60% tun es. Im Fall des humanistischen Lebenskundeunterrichts sind es immer noch wachsende Menschenzahlen. Im Fall des Religionsunterrichts geht es allmählich immer weiter zurück. Das entspricht, glaube ich, der Tendenz der Entwicklung der Praxis in unseren Gesellschaften. Aber dass in den Schulen sozusagen eine authentische Vertretung der unterschiedlichen Weltanschauungsgemeinschaften möglich ist, ist ein positives Ding. Und im Berliner Fall ist es ja so, dass gleichzeitig verbindlicher Ethikunterricht an den Schulen verankert ist, wo in der Tat nicht jetzt diese oder jene Weltanschauungsgemeinschaft ihre oder Religionsgemeinschaft ihre Sicht der Dinge erklärt, sondern wo das aus der gemeinsamen Sicht der Öffentlichkeit, für die der Staat da einsteht, erklärt wird als gemeinsame Grundlage des Gemeinwesens. Das ist, halte ich auch für richtig. Also es gibt verbindlichen Ethikunterricht und es gibt einen freiwilligen, aber in den Schulen erteilten Religions- und Weltanschauungsunterricht. Das scheint mir ein Modell zu sein, was der Problemlage durchaus entspricht. Und in diesem Sinne, dafür gibt es ja natürlich auch Geld, ist eine Förderung der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, dies dann auch zu tun, durchaus legitim und ich würde sogar sagen sinnvoll. Und ich denke hier nicht die Chance, dass das deutsche Modell tatsächlich als eine Art von dritten Modell entwickelt werden kann, was Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in ihrer öffentlichen Verantwortung und Tätigkeit sozusagen am Portemonnaie nimmt und dazu veranlasst, konstruktiv in der Gesellschaft und in staatlichen Einrichtungen wie etwa Lebenskundunterricht und Religionsunterricht mitzunehmen. Und ich glaube sogar, dass dieses Modell letztlich auch eine zivilisierende Wirkung auf die jeweiligen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften hat. Mein Lieblingsbeispiel, vielleicht etwas bösartig, ist hier die katholische Kirche. In Frankreich gibt es einen mehr oder minder rechtsradikalen Rand der katholischen Kirche. Sie hat den Bischof Lefebvre ausgeschlossen, aber es gibt noch ganz viele, die entsprechend unterwegs sind. Gibt es sowas in Deutschland? Da hat sich die Amtskirche darum gekümmert, dass es sowas nicht gibt. In Frankreich war es ihr egal, weil die Art von informeller Förderung, die sie in Frankreich bekommt, kriegt sie auch, wenn sie sich um sowas nicht kümmert. In Deutschland sind die Kirchen gehalten, sich um sowas zu kümmern. Insofern finde ich das auch positiv. Nicht nur, weil ich auch Religionsunterricht unter entsprechenden Voraussetzungen von Freiwilligkeit für sinnvoll halte, sondern auch, weil das eine zivilisierende und demokratisch integrative Wirkung auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften hat. Und das ist ja das Modell der muslimischen Religionsgemeinschaften angesprochen worden. Das ist in der Tat ein Problem, aber hier ist der Weg, dass wir tatsächlich einen deutschen und europäischen Islam und entsprechende Gemeinschaften brauchen und die müssen auch entsprechend gefördert werden. Und da, denke ich, gibt es immer noch sehr viel Zögerlichkeit. Es gibt ein Modell, auf das ich hier verweisen kann, das sind die Aleviten. Die haben sich, man kann das was sagen, in Deutschland tatsächlich zu einer eigenständigen Religionsgemeinschaft entwickelt und werden auch entsprechend staatlich gefördert. Das halte ich für positiv. Und es gibt jetzt auch in Ansätzen alevitischen Religionsunterricht in einigen Fällen. Und das ist durchaus im Sinne einer pluralen Qualifizierung und einer pluralen Präsenz auch der Religionsgemeinschaften im öffentlichen Raum.
Ich denke natürlich, dass eine solche inklusive Gleichbehandlung Grenzen hat. Wo immer, wie es mit verfassungsfeindlichen Auffassungen zu tun hat, ist eine solche Förderung möglich. Wo Dialogbereitschaft und Frieden oder Friedensneigung nicht vorliegen, kann auch nicht gefördert werden. Und auch wo nicht klar ist, welche kulturelle gesellschaftliche Nützlichkeit haben denn diese Bekenntnisse, religiösen Zusammenhänge oder Kirchen. Und ich denke, wie gesagt, bei den Religionsunterricht und Weltanschauung und Humanistisch-Lebenskundeunterricht in Berlin zeigt man immerhin 60% der Kinder nehmen daran teil. Das ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Also es ist nicht einfach so, dass es unrettbar eine Tendenz in Richtung Indifferenz und Konsumismus gibt und die Menschen von sowas sich gar nicht ansprechen lassen, sondern bloß sozusagen darauf aus sind, sich das Nächste reinzuziehen und zu kaufen. Menschen brauchen Orientierung und Sinn und die kann ihnen der Staat so einfach jedenfalls nicht anbieten. Der Staat kann minimalen Sinn und minimale Orientierung wie etwa die Menschenrechte anbieten und durchsetzen. Aber sozusagen eine staatliche Weltanschauung, das ist eigentlich ein Unding. Und eine Staatsreligion natürlich ebenso. Und gerade wenn man das anerkennt, können eben Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einen, finde ich, durchaus wichtigen Beitrag leisten. Wobei, hier will ich dann doch nochmal eine Anmerkung zum Religionsbegriff machen, der ist immer noch viel zu sehr am Modell der christlichen Kirchen orientiert. Bei den Hindus, um nur ein Extrembeispiel zu nennen, gibt es auch etwa 10% atheistische Hindus. Es gibt auch bei den christlichen Kirchen jeweils 10% von Leuten, die nicht an Gott glauben. Das ist eine verlässliche Statistik. Aber bei den Hindus sind die eben als solche Bestandteil der hinduistischen Gemeinschaft, weil es eben keine Instanz gibt, die sagt, was sind die Minimalvoraussetzungen dafür, dass man zu der Gemeinschaft gehört. Sondern wenn einer meint, er gehört dazu, dann gehört er dazu. Und insofern sind eben auch die atheistischen Hindus, und die gibt es, und da gibt es auch eine entsprechende Lehre und so weiter, Bestandteil der hinduistischen Gemeinschaft. Innerhalb der Kirchen ist das natürlich undenkbar, weil die Kirchen dadurch sich eben von bloßen Gemeinschaften abheben, dass es bei ihnen ein Lehramt gibt. Das heißt, eine definitive Entscheidungskompetenz darüber, was eine richtige Lehre ist. Das gibt es übrigens im Islam nicht wirklich und es gibt es auch im Judentum nicht wirklich. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal der christlichen Kirche. Ich sage nicht wirklich, also es gibt da Ansätze in der Richtung und es gibt heftigen Streit vor allen Dingen darüber, was denn die wahre Lehre ist. Die gibt es ja auch in der christlichen Kirche, aber in der christlichen Kirche gibt es das wie ein Lehramt, das in der Lage ist, solchen Streit zu entscheiden. Und das ist eine Sonderform der christlichen Kirche. Und diese Sonderform prägt viel zu sehr noch immer unser Weltanschauungsverfassungsrecht. Und das muss in der Tat geändert werden. Ich denke dann, zum Schluss will ich nochmal ansprechen, welche kirchenförmigen Elemente dann unbedingt weg müssen. Die Kirchensteuer? Die Frage ist klar. Die ist sozusagen nicht zu rechtfertigen. Die Frage ist, ob es diese besondere Form der Körperschaft des öffentlichen Rechts weitergeben soll. Ich denke, wenn man sie von ihrer gegenwärtigen kirchenförmigen Prägung wegbringt, ist das vorstellbar, weil eben hier tatsächlich sowas wie ein umfassender Anspruch erhoben wird. Diese Weltanschauungsgemeinschaften, etwa wie der Humanistische Verband, haben nicht dieses oder jenes Tätigkeitsfeld und kümmern sich nicht um diese oder jene Anliegen, sondern kümmern sich um alle Anliegen aus der Perspektive eines praktischen Humanismus. So wie sich die Kirchen eben auch aus der Perspektive des jeweiligen Bekenntnisses um alles kümmern, was im menschlichen Leben vorkommt, Sinn macht, Probleme macht und so weiter. Also insofern gibt es schon eine Differenz zwischen diesen sozusagen totalisierenden Gemeinschaften und Gemeinschaften, die sich einen bestimmten Zweck,
einen bestimmten Bereich vornehmen, vom Roten Kreuz über den Briefmarkensammler bis zum Briefmarkensammelverein. Dann zweitens, ganz wichtig, das Kriterium der Mitgliedschaft durch Taufe, das kann man natürlich noch ein bisschen differenzieren, indem man dann die weiteren Veranstaltungen im Leben eines Gläubigen noch mit hinzunimmt, finde ich sinnvoll. Aber selbst das, ne, warum ist das denn, das ist ja spezifisch an die Kirchenform gebunden, dass es solche Veranstaltungen gibt. Sind Humanisten nur diejenigen, die eine humanistische Jugendfeier gemacht haben? Denke ich, ist diskutierbar. Mir leuchtet es jedenfalls nicht ein. Und auch ganz sicherlich nicht alle diejenigen, die irgendwie den humanistischen Verband beigetreten sind. Das sind viel weniger, ganz klar. Trotzdem, wenn wir einigermaßen belastbare Umfragen zu Rate ziehen, gibt es einen Anteil von zwischen 20% und 30% der Bevölkerung, die sich in Grundzügen zu humanistischen Prinzipien und Orientierung als Weltanschauung bekennen. Also insofern gibt es tatsächlich eine gesellschaftliche Verankerung, die sich vorzeigen lässt. In der Tat kann das sich nicht um ein Bekenntnis handeln. Wir bekennen uns nicht zu einer höheren Macht, wir sind auch nicht kollektiv zusammengeschlossen unter einem Bund oder Vertrag, sondern wir sind individuell. Und ich vermute auch, unsere Weltanschauungen sind eigentlich individuell. Die haben eine Reihe von Berührungspunkten und gemeinsamen Bezugspunkten, aber ganz genau hat jeder eben sein eigenes Ding. Und das ist auch gut so. Da muss man nicht künstlich eine umfassende Synthese konstruieren. Was man braucht, ist sozusagen einen gemeinsamen Raum, auf dem man sich verständigen kann und in dem Sinne tatsächlich eine offene Weltanschauung gemeinsam praktizieren, weil jeder Einzelne lernt und gewinnt aus dem Austausch mit dem anderen. Und deswegen, denke ich, kann man sich auch vorstellen, dass es eine Weiterentwicklung der Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne ihre kirchenförmigen Elemente, Taufe, Verkündigung und ähnliche Dinge gibt. Und ich denke, in dem Sinne gibt es einen dritten Weg zwischen der Ausweitung der Privilegien auf alle und der Abschaffung aller Sonderbehandlung. Sondern es gibt den Weg, tatsächlich die Kirchen als Kirchen in ihrer gesellschaftlichen Funktion anzuerkennen, aber unabhängig davon, religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften als solche in ihrer durchaus sozial nützlichen Tätigkeit zu fördern. Und ich glaube, das ist auch ein Element, gerade in der Pluralität, was eine starke und wehrhafte Demokratie voranbringt. Danke.